Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft After Humans. Ich habe im Vergleich zur letzten Aufnahme alles mal ausgepackt, was wir hatten. Wir wollten ja unbedingt mal einen Pfosten setzen. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wo der am besten stehen sollte. Weil ich ja durchaus noch umbaue, aber ist ja auch erstmal Wurst. Dann machen wir erstmal den hier in diese Ecke rein. Wenn wir nachher umbauen, müssen wir halt einen neuen setzen. So, dann haben wir hier einen Pfosten. Und nennen das Ganze Stutzis Home. Na, tippen müsste man können. Okay, was ist heute geplant? Jetzt können wir nämlich hier hin und her reisen zwischen Dörfern. Was ist heute geplant? Geplant ist zum einen hauptsächlich die Rüstung endlich mal fertig zu bekommen. Die Emeralds brauchen wir natürlich dafür. Und zwar brauchen wir dann auch noch dafür die Vibrant Alloys. Die müssen wir dann gleich mal fertig machen. Dann können wir alle vier Teile upgraden. Und wir brauchen natürlich eine ganze Menge Level dafür. Deswegen war es ganz gut, dass wir die gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob die reichen werden. Und einen Amboss brauchen wir natürlich. Und eine Tasse Kaffee ist auch immer nicht schlecht. Das Ambiente dazu sollte natürlich auch immer stimmen. Also, mal kurz an den Sonnenschein und ein schönes Käffchen. Ich habe auch ein Käffchen zu stehen hier, wie immer. Eigentlich wie fast immer. Und ich wollte jetzt einen Amboss bauen. Dafür brauche ich Eisen, Blöcke und drei Stück, glaube ich. Und Eisen. Habe ich Eisen? Ja. Eisen. So, nochmal sammeln. Noch ein bisschen früh heute. Eisenbarren. Schlimm, wenn einem die Wörter nicht einfallen, die einem locker auf der Zunge liegen sollten. So oft, wie man dieses Spiel eigentlich spielt. So, ich habe auch schon mal geguckt, muss ich ja gerade zugeben, wo ein Lilypad zu finden ist. Ein Lilypad ist, aber was ist ein Lilypad? Seerosenblatt oder sowas? Ja, sowas in der Art vielleicht. Das schwimmt auf bestimmten Wasserstellen und ist gar nicht weit von hier. Und das würden wir dann auch dann nachher mal holen. So, wir versuchen mal einen Amboss zu bauen. Ich glaube, der war so. Kann das sein? Ja. So, dann bauen wir uns den Amboss. Wo bauen wir uns den hin? Hier erstmal. So, dann brauchen wir Nuggets. Machen wir gleich mal genug. Und wir müssen ja für jedes einzelne Rüstungsteil brauchen wir ein Vibrant Crystal. Also brauchen wir vier Stück. Entschuldigung. So. Damit sind auch schon vier der fünf verbraucht. Aber wir haben vier Vibrant Crystals. Dann nehmen wir mal unsere Rüstung. Und fangen mal langsam aber sicher damit an. Aber wie ihr schon seht, Enchantment Costs sind hier 10 Level und wir haben nur 26 hier unten. Das heißt, wir werden erstmal gucken, wie weit wir damit kommen. Die Schuhe. Und den Rest kriegen wir noch gar nicht hin. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen leveln. Level aufputschen, das machen wir gleich mal. Und zwar brauchen wir dafür die Dinger. So, wir haben ein paar. So, da haben wir schon den nächsten 10. Super. Können wir die anderen beiden auch gleich upgraden? Das ist natürlich toll, dass wir das gemacht haben. Und wir haben auch noch ganz viele Beeren. Ach, ist das toll. Man lernt ja auch mit der Zeit. Und das Tolle ist ja, dass das mittlerweile so schnell, relativ schnell geht. Also für ein Debitor-Verhältnis ist das natürlich langsam, was ich hier alles mache. Aber wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe bei meinem ersten Mal, wo ich dieses Modpack gespielt habe, wie ich da alles irgendwie zusammen hatte, aber da kannte man auch viele Sachen noch gar nicht und so, ist das schon gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wir sind in den 30ern, glaube ich, der Folgen und ja,
Bin ich schon gar nicht so schlecht. So, wir haben jetzt alle Rüstungsteile empowered. Das heißt, wir können sie upgraden jetzt. Wir gucken uns mal an. Wir können jetzt, ihr seht die Leisten der Power-Anzeige. Ne, hier oben, jeweils da drüber. Die sind leer. Das heißt, wir brauchen sowieso noch eine Ladeoption. Und das ist dann hier die Capacitor Banks hier oben zu sehen. Die müssen wir uns also auch noch bauen, damit wir die überhaupt erstmal aufladen können. Später werden wir nochmal ein bisschen uns weiter etablieren. Dann können wir uns auch einen Wireless Charger machen. Das heißt, dass wir in WLAN quasi in einem Netzwerk aus Strom hier im Haus rumlaufen können und so aus. Was ich hier noch sehe und das ich unbedingt machen muss, die Ender Lily Seeds muss ich noch aussehen. Deswegen habe ich die da drin gelassen. Ich packe mal ganz schnell meine Rüstung wieder an. Damit ich ein bisschen Platz spare. So, dann nehmen wir mal 4x Erde. Ich habe zwischendurch hinten die Bude ein bisschen schicker gemacht. Hier oben tropft es natürlich, weil genau dort die von den Feldern die Wasserquellen sind. Und genau da drüber. Naja, ist halt so. Vielleicht können wir es nochmal upgraden. Ich mache das erstmal provisorisch. Mache ich jetzt hier mal 4 Felder hin. In denen die Ender Perlen, Pflanzen, nenne ich sie mal, wachsen sollen. Wir haben erstmal 4 Stück, die brauchen sehr lange bei normaler Erde, um zu wachsen. Es gibt eine Upgrade-Möglichkeit, aber die ist im Moment noch viel zu teuer, sodass wir sie gar nicht bauen können, glaube ich. Und wir packen sie mal hier rein. Ihr seht, 0% können wir nicht optimieren durch zum Beispiel Knochenmehl, das interessiert die überhaupt nicht. Die brauchen auch richtig lang, um zu wachsen. Den interessiert überhaupt nicht, ob es Licht ist oder ob es dunkel ist. Die brauchen einfach eine Weile. Und die werden mal ab und zu mal hier runter gucken. Und wenn wir noch ein paar mehr Ender Lily Seeds gefunden haben, können wir vielleicht mal ein kleines Feld bauen mit einer automatischen Ernteanlage und Pflanzenanlage. Das habe ich auch schon mal in meiner alten Karte mal gemacht. Das klappt eigentlich sehr gut. Ja. Es ist schon wieder Nacht, schnell mal schlafen gehen. Das klappt eigentlich sehr gut. Nur, ja, wir brauchen natürlich ein paar mehr Ender Lilies, dass sich das lohnt. Und, ja, ansonsten lassen wir es erstmal per Hand wachsen. Wir brauchen nämlich von diesen Enderperlen, brauchen wir eine ganze Menge. Ihr habt ja gesehen, wir brauchen die für diese Vibrant Alloys, für alles Mögliche brauchen wir die. Und ich möchte jetzt natürlich, damit ich die aufladen kann, erstmal gucken, was brauche ich denn? Also es gibt verschiedene Capacitor Banks, 1 Million RF kann der speichern, das sind quasi Akkus, die kann ich dann auch rumtransportieren, das sind 5 Millionen und das größte 25 Millionen. Und 25 Millionen, ihr seht, brauchen wir wieder ein Vibrant Crystal, wir brauchen die Octaedic Capacitors, wo wir auch Vibrant Alloy und weiß ich nicht, was alles brauchen und Doublehead, dieses ist mir noch zu teuer. Ich würde fast ein 5 Millioner mir mal bauen, wenn es dann klappt. Dafür brauche ich einen Double Layer Capacitor. Was brauche ich noch? Energetic Alloy, 2 Basic Capacitors und Pulverized Coal. Okay. Und Electrical Steel. Was brauchen wir für einen 1 Millioner? Iron, Basic Capacitor. Vielleicht brauchen wir erstmal einen 1 Millioner. Dann kann ich das andere noch sparen. Was brauchen wir jetzt hier? Gold Nuggets, Redstone und Kupfer. Redstone. Kupfer 2. Und Gold Nuggets brauchten wir. Das heißt entweder Goldbären oder diese Gold Coins. Nehmen wir die mal mit. Basic Capacitors. 6 Stück, ich brauche erstmal. Ne, ich kann gleich mehr machen, weil ich brauche nachher für die Upgrades auch noch mehr, um die zu nutzen. Und dann können wir einen Block of Redstone bräuchte noch. Eisen müssten wir noch hoffentlich 4 haben, ja. Und dann können wir uns unsere Basic Capacitor Bank auch schon bauen. Ich würde die mal erstmal hier zwischenpacken, dann kann die sich, wenn ich hier noch ein Kabel ranpacke,
vom Reaktor, den ich übrigens abgeschaltet habe, falls ich ihn noch nicht schon in der letzten Folge gesagt habe. So. Und ihr seht, er lädt sich auf. Muss ich mal gucken. Der wird leerer. 1 Million. Aber wir brauchen den noch nicht wieder anzustellen, weil sonst wird uns... Wir haben noch nicht so viel Yellow Reed als im Lager, sag ich mal, dass wir hier jetzt ohne Ende machen können. Ihr seht, er lädt sich auf und ich kann dann meine Rüstung da reingeben und die wird geladen. Zack, der Helm ist voll. Die Rüstung ist voll. Die Leggings sind voll und die Boots sind jetzt auch voll. So, alle diese Sachen haben jetzt eine, weil sie geladen sind, eine Diamond Level Protection. Ihr seht das dort. Ja, sieht man? Diamond Level Protection when powered. Also wir haben jetzt eine Diamantrüstung quasi an, auch wenn sie nicht nach Diamanten aussieht. Aber das Problem ist, dass sie ja, die Kapazität der Energie... Speicherzelle nicht so groß ist. Das heißt, wir müssen die ein bisschen verbessern. Und ihr seht, man kann die ganzen Sachen noch upgraden. Bei Anvil Upgrades da unten in der Liste. Und da können wir das noch mehrfach erhöhen. Einmal durch einen Basic Capacitor und 10 Level. Dann können wir noch ein paar andere Sachen dazu packen. Eine Solarzelle können wir raufpacken. Das heißt, wir würden das Ganze, was ich schon mal erwähnt habe, glaube ich, durch die Sonnenenergie auch unterwegs aufladen können. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Night Vision Goggles können wir machen, aber das ist auch erst mal Zukunftsmusik. Was können wir hier machen? Also auch die Empowerung 2 hoch und Glider Wings, die machen wir uns auch später mal. Wir müssen aber mit den Leveln ein bisschen haushalten im Moment. Hier können wir die Geschwindigkeit beim Laufen erhöhen, machen wir auch mal irgendwann. Und bei den Dark Boots, ganz wichtig, Jump. Jump können wir unsere Sprunghöhe zum einen erhöhen und davon gibt es auch mehrere Variationen Level, also Jump 2, Jump 3, wo wir dann mehrfach Sprünge in der Luft machen können und das ist sowas von geil. Und ihr seht unten die Flippers, die Lilypad brauchen wir dafür. So, wir sind jetzt erstmal soweit geschützt, dass wir jetzt eine coole Rüstung haben. Ich hole schnell mal das Lilypad, das ich gefunden habe, und ich würde hier links lang gehen schnell, denn ich habe dort gefunden ganz viele Gardens, und zwar Ground Gourd Garden, glaube ich, war das. Die waren, glaube ich, so 8 Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mal gucken, wo das war. Ich hoffe, ich finde das wieder. So, ja, da sind sie. Und da dachte ich mir, da können wir gleich mal ernten, haben wir noch ein paar bisschen Obst und Gemüse vielleicht noch dazu. Vielleicht kriegen wir auch noch was Neues, glaube ich aber nicht unbedingt. Die anderen Sachen habe ich soweit übrigens ausgesät. Ich habe auch gesehen, dass ich eine, die Artischocken, habe ich 2 Felder, wobei eins nur eine einzige Pflanze, hier ist auch noch mehr, auch nur eine Pflanze drauf ist. Das heißt, die werde ich noch abbauen. Die war aber bei 87%, das heißt, ich habe gedacht, ich mache die einfach. Oh, hier ist auch noch mehr. Cool. Lassen wir die eine stehen, dann können die sich noch vermehren. So, das brauchen wir auch bald mal. Sugar Canes müssen wir auch mal anbauen. Und zwar hier hinten. Eisen. Gar nicht gesehen vorhin. Nehmen wir gleich mal mit. Eisen kann man immer brauchen. Zinn. Brauchen wir auch. Oh, sind wir jetzt schon so voll? Mal den ganzen Quatsch hier rein. So. Okay. Lilypads, da sind die Lilypads. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob das Seerosenblätter sind. Das ist ein Lilypad. Dafür brauchen wir auch plus eins. Hier schwimmen auch noch mehrere, aber wir brauchen plus eins. Und nehmen eins mal mit. Und schon haben wir das nächste Upgrade als Möglichkeit da. Und dann würde ich schon mal gucken, dass wir das Jump-Upgrade hinkriegen irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr was man dazu braucht. Ach, den Pisten. Einen Pisten können wir ganz leicht herstellen. Haben wir schon öfters gemacht für verschiedene Geräte. Da brauchen wir dann halt nur noch weitere 10 Level. Ich weiß nicht, wie lange unsere Level
Perlen quasi halten. Und joa, werden wir mal sehen. Wir bauen erstmal so weit, wir graden uns so weit ab, wie wir es können. Winter Squash mal futtern. So, ich weiß, ich könnte ein paar Sachen nehmen. Zucchini können wir mal. Oder Säubien. Ich lasse das mal. Warte mal. Können wir ja gleich mal weitermachen. So, ich brauche erstmal Level. Dann 10 Stück haben wir. Jawohl. Ah, ich glaube, das könnte schon einigermaßen hinhauen. Dann brauchen wir die Schuhe. Und die Lilypads. Das heißt, wir machen die Schuhe und die Lilypads hier hin. 10 Level. Zack, wir haben die Flippers jetzt mit drin. Wir haben einen Port und Flippers. So, damit da die Schuhe nicht so schnell sich leer machen, weil wir haben jetzt Flippers drin und Jump können wir auch gleich nochmal machen. Würde ich als nächstes den Capacitor dort erhöhen. Wenn ich den Capacitor erhöhe oder die Speicherkapazität, muss ich es gleich wieder von vorne aufladen, ist aber nicht so schlimm. Wir haben genug Energie. Ich brauchte erstmal einen Piston. Was war denn mein Piston? Was brauchte ich denn da? Piston. So, Eisen, Redstone, Cobblestone und Wood. Glaube ich, kann man gleich mal mehrere herstellen. 9, nein, 1. Dann brauche ich 3, 4, 8, 12 von Cobblestones. 1, 2, 3, 4. Ja. So, und 12 mal Redstone. Können wir gleich mal ein paar herstellen hier. Von den Blöcken, die wir haben. Und Eisen brauchen wir, ne? Gleich nochmal einen Eisenblock herstellen hier. Vielleicht sogar. Ja, wir wollen ja bloß 3 haben. So. Gute Nacht. Okay, so. Dann. Bitte einmal Eisenbarren herstellen und die Pistons herstellen. Zack, 3 Stück. Wir brauchen wieder 10 Level. So. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Ups. Das kann ich gleich mal wegpacken hier. Zack. Und das kann weg. Zack. Das kann weg. So, dann haben wir das mal ein bisschen Platz hier. Level brauche ich 10 Stück. So. Und ihr werdet gleich sehen, warum das so toll ist, diesen Pisten da hinzupacken. 10 Level. Wir haben jetzt hier Jump drauf. Ich halte mal Shift und ihr seht, ich kann Jump 2 machen. Da ist Pisten plus 15 Level brauche ich dafür. So, jetzt wird erstmal nach. Ich zeige euch gleich, was der Jump macht. So. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Okay. Was macht denn der Jump eigentlich, der erste Jump? Ich weiß gar nicht, ob der erste Jump quasi das müsste ich mal ausprobieren, ob der so ein Federfall quasi ist. Featherfall, dass man keinen Schaden nimmt, das muss ich mal testen. Ich weiß es gerade echt nicht aus dem Kopf. Und so lange her, wo ist es mal steil? Da ist es steil. So. So, hier ist es steil. Nee, habe ich mich doch geirrt. Naja. Ich weiß gar nicht, warum Jump 1 jetzt da so wichtig war. Egal, wir machen gleich mal Jump 2 rauf. Jetzt habe ich hier euch so viel versprochen. Und dann klappt das gar nicht. So, wo geht der denn jetzt hier hoch? Hä? Auch nicht. Dann mein... Hier, jetzt hoch. Okay.
Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Kapazität erhöhen. Dafür brauchen wir wieder 10 Level. Oh, ich habe schon richtig Hunger. Ich nehme mal den nächsten Cheeseburger. So, dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen länger keinen Hunger. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das genau war. Warum der erste Jump so wichtig war. Egal. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Comments. Ich habe es jetzt gerade nicht auf Lager. Müsste es auch nachlesen, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich will nämlich jetzt noch mehr upgraden. 10 Level und den Capacitor haben wir schon gebaut. Das heißt, den Basic Capacitor packen wir jetzt hier rein und sehen Empower 2. Das ganze Ding ist wieder leer, würde also gerade nicht wirklich was bringen. Also zack mal rein. Yeah. Wir machen ja gerade nur die Schuhe, das heißt, das andere blüht uns teilweise nicht ganz so viel wie die Boots, aber auch hier bei anderen Sachen blüht uns das alles. So, wir haben dort die Flippers, Jump und Empower 2. Empower 3 würde, also wir haben jetzt, vorher hatten wir 100.000 RF, die wir gespeichert hatten, jetzt haben wir 150.000 RF und mit Empower 3 könnten wir das noch verändern. Da brauchen wir einen Double Layer Capacitor, den können wir uns auch herstellen. Und aber ich würde erstmal Jump 2 machen. So, da haben wir einen Pisten, haben wir. Wir brauchen 15 Level. 15 Level hat die neu erreicht und wir haben immer noch ein Stack. Ich finde das total toll. Das heißt, ein Pisten. Hoch. Müsste ich mal die Dinger wiederholen. Haben die schon geladen? Ja. So, die Stiefel. Rein hier. Den Piston. Da rein. 15 Level. So. Und Jump 3 können wir auch noch machen. Brauchen wir noch 20 Level mit einem neuen Piston. Deswegen habe ich so viele gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt schon so war. Warum funktioniert denn das mit dem Jump nicht? Eigentlich müsste der einen Doppelsprung machen. Müssen wir mal den Jump Dry noch machen. Machen wir gleich mal 20 Level. Irgendwie funktioniert das gerade alles wieder nicht. Vielleicht, weil ich die Boots einfach nicht anhabe, ich Trottel. Gott, ist das schlecht. So. Ja, jetzt funktioniert. Vielleicht habe ich die vorne einfach nicht anhab. Ich bin. Oh, das wäre wieder typisch gewesen. Da muss ich mal im Video nachher gucken, dass ich die gegangen habe. Ihr seht jetzt, passt mal auf. Ich drücke jetzt nicht springen und er geht automatisch hoch. Das heißt, wir haben einen Step-Up, wir brauchen jetzt also nicht mehr zu springen, wenn wir einzelne Stufen hochgehen wollen. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das war auch das war vom ersten Jump eigentlich. Wahrscheinlich habe ich die Stiefel einfach nicht angehabt, ich Trottel. So, und der zweite Jump müsste jetzt ein Doppelsprung sein. Oder ein höherer. Wir können auf jeden Fall höher springen und ihr seht, ich kann jetzt einen Doppelsprung machen. Und wenn wir den dritten haben, können wir sogar noch höher springen, dann machen wir gleich mal. Ich habe ja jetzt mir die 20 Level raufgeholt. Oh, das wäre ja wieder ultra doof, wenn ich das wieder so verpeilt hätte. So, dritter Pisten, 20 Level. Jump 3. Jetzt können wir erstmal nur durch einen Double Layer Capacitor die Dings erhöhen, die Energie. So, und jetzt könnt ihr sehen, ich habe jetzt schon einen Dreifachsprung. Das ist sowas von geil, um hier voranzukommen, schneller über irgendwo hinzukommen, das ist einfach mal genial. Und das Geile ist jetzt wirklich, dass wir halt einen Federfall drin haben. Das heißt, wenn ich jetzt aus hoher Höhe runterfalle, nehme ich keinen Schaden mehr. Hammer, geile Rüstung, sage ich ja. Allerdings nutzt sich natürlich die Energie ziemlich schnell ab. So, mal gucken, 131.000 nur noch. Und wenn wir dann eine Weile unterwegs sind, geht das schnell leer. Deswegen würde ich gerne die anderen Teile der Rüstung erstmal mit einem Basic Capacitor. Da haben wir nur noch einen. Wir müssen also noch drei machen. Ne, zwei machen. Dazu brauchen wir Redstone. Haben wir noch? Brauchen wir noch für einen Basic Capacitor? Basic Capacitor. So. Ach so. Goldcoins. Kupfer hatten wir.
Goldcoins haben wir auch noch. Das heißt Basic Capacitor. Warum? Wir uns doch eigentlich machen können, oder? Ja, brauchen wir eh nachher noch. Deswegen mal gleich mal mehr. Okay. 10 Level brauchen wir. Ihr seht, unsere Level sind fast alle. Das heißt, das kriegen wir gerade so hin, die auf ein bisschen Energie zu bringen. Und zwar will ich gern die Rüstung. Die ist wichtig. Und wenn wir es noch hinkriegen, ja, würde ich dann den Helm auch noch machen, sodass die schon mal abgegradet sind. Ansonsten müssen wir halt mal erstmal wieder Level uns schaffen. Wir laden die mal schnell auf, auch die Boots nochmal fix aufgeladen. Gucken wir mal, was die, was das der Energievorrat im Reaktor gleich mal. So, dann haben wir schon mal ein bisschen abgegradet, aber ihr seht, es kann, geht noch weiter. Okay. Diamantenschutzrüstung. Wir haben super geil Sprungstiefel jetzt. Nehmen wir gleich mal die nächsten Level. Nehmen wir uns gleich mal. Nicht so weit. So. Okay, die lege ich mal hier hin, falls mal irgendwas passiert wieder. Der ist voll. Wie viel haben wir hier? Ah, brauchen wir noch nicht anmachen. Okay. Was brauchen wir noch? Wir können noch erstmal gucken, was wir an Pflanzen anpflanzen können noch. Und das Feld ein bisschen optimieren. Wie gesagt, die eine Artischocke, wenn die reif ist, würde ich die dann einfach rausmachen. Das kann unten nachher rein. Wir brauchen natürlich noch neue Emeralds. Bell Pepper ist, glaube ich, neu, ne? Burger müssten wir uns auch bald mal wieder machen. Holz habe ich hier. Im Vorrat können wir mal drin lassen. So. Alles drin. Die Okra. Ich kann ja einfach schon Okra haben, aber ich mache die mal einfach mit hier rein. Bell Pepper werden wir aussehen und zwar auf diese Bell Pepper ist ja Paprika, grüne Paprika. Und hier ist die Artischocke. Die ist jetzt auch reif und dann würde ich die gleich mal rausknallen. Und hier die Bell Peppers ansehen. So. Gurken sind reif, sehr gut. Hier irgendwas reif, der Sellerie nicht. Spinat nicht. Cantaloupe-Melonen sind reif. Salat noch nicht ganz, aber der sieht schon ganz gut aus. Möhren sind reif. Kartoffeln. Und hier ist die Zucchini. Barley habe ich vorhin noch angepflanzt. Hier habe ich die Erdnüsse angepflanzt. Die Bambus und hatte ich alles noch gemacht. Hier habe ich die Kiwis hingepackt. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was noch reif ist. Tee ist fertig. Kaffee noch nicht. Die Schocken, hier ist das Artischockenfeld, das andere. Scallions, Seeds hatte er schon Scallions. Die habe ich dann auch ausgesät. So, mal schnell, wird gleich dunkel. Hier schnell mal abernten. Hier wird hier auch langsam alles nach und nach reif. Das finde ich halt super. Muss ich hier noch was raussehen? Nö. Schnell mal das Bettchen nehmen hier. Dann brauche ich nicht reinrennen, kann gleich weiter ernten. Ja, es ist da schon nach. Fahre ich dich mal weg. Tschüss. Brauche ich nicht diese Seeds mehr. Wenn nicht, crafte ich mir welche, das ist mir eigentlich Wurst. So. Beeren. Fertig. Tomaten. Was ist hier mit dem? Die Bohnen wollen noch nicht so richtig. Tomaten sind fertig. Ihr hört unten immer noch mal ab und zu, wenn wir hier rüberlaufen, noch die den Sound des Portals zum Nether. Aber es ist nun mal so. Okay, hier war's. Die Okra ist noch nicht fertig. Die Bohnen. Ne, Erbsen sind das, Entschuldigung. So, und ja, das brauchen wir für Burger. Wir machen uns. Oh, 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 oh.
Schnell mal alles abernten. Das ist auch soweit fertig. Super. Klasse. Also Feld läuft langsam. Langsam aber sicher. Das heißt, dass wir unseren Vorrat nach und nach auffüllen können. Und uns irgendwann mal auch schöne Sachen craften können. Mal schnell alles wegpacken, was es hier schon einzusortieren geht. Nicht alles, das müssen wir dann noch ordnen. Aber das geht soweit. So, und das machen wir auch gleich mal. So, was hat es jetzt noch nicht eingeordnet? Nur noch die Frühlingszwiebeln. Ja. Packen wir die hier hin. So, Wurst. So. Toast. Und wir hatten ja 13 von den Fleisch mitgebracht. Das heißt, wir könnten uns wieder neue Cheeseburger machen. Von den Sojabohnen haben wir nämlich gerade nicht ganz so viel. Wir brauchen aber dafür Sojamilch für den Käse. Haben wir gerade nicht, ne? Ah, ist doch wieder ärgerlich. Wir brauchen mehr Sojabohnen. Habe ich überhaupt Sojabohnen geerntet? Genau aufgepasst? Nee, habe ich nicht. Seht ihr? Schön. Alles verpennt hier. So. Ja, ich muss hier eigentlich mal was bauen. Ich bin aber irgendwie auch immer so viele andere Sachen. So, 7. Und dann nehmen wir die 9 da auch nochmal raus, damit wir die Milch bekommen. Mal einen rein wieder, dass der da drin bleibt, damit der immer einsortiert wird. So, das kennen wir ja schon. Ich werde nebenbei gleich mal noch Brot und Toast machen. Weizen. Das war einer zu viel. So. Zack. 7. Machen wir einfach mal 8 Rote. Dann mache ich die wieder rein. 8 mal Toast. Toasten müssen wir unten. Den müssen wir uns mal in den Ofen hier oben hinpacken. Ist ja auch ein bisschen komisch, das hier mit die Brote hier mit zu backen, wo wir bauen. Aber naja, das ist halt Minecraft, ne? So, das heißt, wir brauchen die Pfanne. Die Soßenpfanne brauche ich eigentlich nicht. Den Pott brauche ich, ne? So, haben wir schon was hier? 7. Das gleiche Problem wie sonst auch immer. So. So, ich feiere gerade meine geile Rüstung. Obwohl das eigentlich Energieverschwendung ist, aber ich finde das total geil. Muss ich mal gucken, was wir hier noch machen können bei denen. Also da können wir nur noch einen Double Layer Capacitor draufpacken, dass der besser lädt. Mehr Energie packen kann. Hier können wir Speed, hatten wir schon gesagt, auch den da. Den Glider noch, was kosten denn die Glider? Mal gucken. Und hier... Night Vision und Solar, aber da warte ich noch mal ein bisschen. Ich will lieber erstmal upgraden, dass die Energie erstmal länger speichern können. So, wieder 7. Und da ich den Silken Tofu noch mal auspressen. Brauchen wir Salz. Hier haben wir fertig die Toasts. Das können wir auch gleich nochmal machen. Immer mal zwischendurch hier ein paar Dinger ernten. Vielleicht sollten wir das auch gleich mal automatisieren. Da könnten wir, da gibt es doch so viel zu tun. Wir könnten nur eine Automatisierung machen, dass die unten einen dunklen Raum uns kreieren, dass die Büsche, die wir ja schon zu Massen haben, automatisch gefarmt werden. Das heißt, dass wir ganz viel an Ressourcen automatisch uns gewinnen lassen, während wir hier schon spielen. Okay. Wie ein Psycholith hier, ey.
Naja, gut, dass es nicht so lang ist. Der läuft durch. Und fertig, super. Da ich plus 8 habe, dann können wir das auch gleich so machen. Machen wir das mal. Einfach so. Firm-Tofu und die Dinger dazu haben wir schon die Hamburgers. Und dann brauchen wir noch Salz, 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das können wir eigentlich auch im normalen Crafting-Feld machen. 8 mal Käse. Das heißt, 8 neue Cheesies. So. Manchmal werde ich mir vielleicht irgendwann auch mal offline machen. Wir brauchen also mehr Weizen, was wir anbauen. Weizen dauert ziemlich lange. Das heißt, wir müssen da mal gucken, dass wir da... die kann ich schon mal wieder in den Rucksack packen. Dass wir uns da mal ein paar schöne Sachen machen. Okay, was wollte ich jetzt? Cheeseburger haben wir. Die Tofu-Sachen. Sojamilch und Firm-Tofu packen wir gleich mal mit hier rein. So. Zack. Zack, das würde sonst in die Küche mitkommen. Haben wir noch nicht. So. Wie lange ist denn die Folge? 36 Minuten. Das heißt, wir haben heute unsere Rüstung mal megamäßig upgradet, dass wir jetzt einen megamäßigen Schutz haben. Wir haben den Dreifachsprung schon drin und da gleichzeitig auch den Federfall. Das heißt, dass uns, wenn wir aus hohen Höhen fallen, nichts mehr passiert. Super geil. Wir haben uns einen Akku quasi mit Ladestation für unsere Rüstung gebaut und schauen mal, dass wir die in den nächsten ja, ihr seht, geile Sprünge, Mehrfachsprung, dass wir die in den nächsten Folgen noch weiter upgraden, je nach und nach, weil wir ja doch erstmal die Level wieder sammeln müssen, aber vielleicht mache ich mal so ein Offscreen, ein paar Level noch irgendwie sammeln. Ansonsten brauche ich, vielleicht handle ich nochmal ab und zu mal mit den Dorfbewohnern, dafür brauche ich aber natürlich, Entschuldigung, hoffe, das hat jetzt nicht geknallt. Ich bin gerade ans Mikro gekommen und dass ich noch ein paar von den Emeralds bekomme. So, das packe ich erstmal sonst unten rein und wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao.